Schlachtensee. Ja, ja, mein Seestern, der Auge Medin. Also 34 Grad. Also so voll habe ich einen Schlachtensee noch nie erlebt. Und bin in der Runde gelaufen mit meiner Frau. Ja, ist ja 5,5 Kilometer. Wahnsinn, wie viele Menschen. Wahnsinn, wie viele Männergruppen, wie viele Frauen, wie viele Menschen, die nicht wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Alles da. Aber was fehlt? Security. Ja, ich habe hier keine Security gesehen. Und ist doch schon erforderlich, weil ich hier als Profi erkannt habe, hier gibt es schon Gruppierungen, die spannen ganz schön und sind auch nicht ungefährlich in einer Gruppe. Da wäre schon Security, die Präsenz von Security vom Vorteil. Ja, und wir brauchen ja mehr Toiletten. Ja, es gibt, wenn ich den Weg mache, einmal rum, 5,5 Kilometer, nur 2 Toiletten ist zu wenig. Ja, also für ältere Menschen, so wie für mich. Ich muss jede Stunde auf Toilette. Also, the place to be ist weiterhin Schlachtersee und Seestern. Ja, bleibt alles stabil. Neueste Nachrichten. Ja, Berlin hat ein Freibad wieder schließen müssen wegen Schlägereien. Gropiusbad diesmal. Mal sehen, welche noch folgen. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Das wird sich erst ändern, wenn die Werteunion mit Michael Kuhr, Hans-Georg Maaßen was zu sagen haben. Denn werden wir wieder Sicherheit und Ordnung einführen. Das verspreche ich euch. Also, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, nächstes Jahr bei den Bundestagswahlen das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Auf keinen Fall bei den Altparteien. Die haben uns die ganze Scheiße eingeborgt. Euer Michael Kuhr. Wali, schöne Grüße.